Lindt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit ich es nicht vergesse, möchte ich den sehr geschätzten Kollegen Mittelberg gleich zu Beginn auf eine Vergesslichkeit seinerseits hinweisen. Sie hatten ja in einem Akt, ich nenne es mal parteipolitischer Lobhudelei, Beweihräucherung, den Innenminister Reul erwähnt und auf die angeblichen Defizite seines sozialdemokratischen Vorgängers Jäger hingewiesen. In der Eile vergaßen Sie aber nicht nur zu erwähnen, dass Heiko Maas 2 Jahre lang Ihre Fraktion getrieben hat, damit es endlich eine Vermögensabschöpfung gibt. Nein, die Vorvorgängerregierung Schwarz-Gelb unter dem legendären liberalen Innenminister Ingo Wolf ist nicht minder legendär für Ihr Polizeikürzungsprogramm. Diese Details hatten Sie vergessen und ich möchte Sie auf diese Vergesslichkeit nur kurz hinweisen. In diesem Sinne haben wir aber jetzt erstmal interkoalitionär unsere Differenzen ausgeräumt und ich komme zum eigentlichen Thema. Was ist heute die Frage? Zum einen geht es um ein Phänomen organisierter Kriminalität, das effektiv, rational, vernünftig und auch verfassungsmäßig fundiert bekämpft werden muss. Und das andere, was wir heute aber diskutieren müssen, ist eine Art der Verkommenheit des politischen Diskurses und für den steht namentlich insbesondere die sogenannte AfD. Und das ist hiermit auch zu benennen. Sie haben ja in Ihrer dramatisch ausholenden Schilderung der Clankriminalität interessanterweise in dieser Woche ein bemerkenswertes Manöver. In dieser Woche sprechen wir darüber, welche Form der Rechtsextremismus in diesem Land annimmt. Ich denke, Sie haben, man muss ja auch mal Ihre Methoden erkennbar machen, mit Ihrem heutigen Antrag versucht, wieder die übliche Geschichte zu erzählen. Ihr kümmert euch um die Rechten, aber wir weisen auf die Kriminalität der Ausländer hin. Leider ist die Geschichte aber noch bitterer. Wir werden diese Woche nachher noch über einen widerlichen Mord an einem christdemokratischen Politiker sprechen müssen. Angesichts einer solchen Situation würde ich von Ihnen erwarten, wenn Sie die Primärtugenden, ich nenne sie gerne die deutschen Primärtugenden, des Anstandes und der Demut besäßen, erst mal wochenlang schweigen, in sich gehen und hier gar nichts mehr sagen. Unter anderem hat nämlich der Abgeordnete Hohmann die Dreistigkeit besessen, offenbar und lesbar auf einer Seite der AfD, folgende Erklärung zu bieten: Hätte es nicht durch Angela Merkel die Grenzöffnung gegeben, wäre Walter Lübcke noch am Leben. Was ist das für eine widerliche Aktion? Sie wagen es ernsthaft, mit Ihrem Antrag über den Schutz des Bürgers und des Rechtsstaates zu sprechen. Walter Lübcke wäre womöglich noch am Leben. Ich will nicht mutmaßen, aber es gäbe wenigstens wesentlich weniger Morddrohungen, die viele hier im Raum, mich eingeschlossen, betreffen, wenn Sie nicht auf Ihre ganz spezifisch widerliche Weise diese sogenannte Flüchtlingskrise genutzt hätten, um permanent dieses Land zu verhetzen und Hass zu predigen. Und das machen Sie heute wieder. Sie fordern interessanterweise in Ihrem Antrag, man müsse transnationale Kriminalität bekämpfen, Europol, Interpol. Dann schaue ich aber in eine Drucksache. 10171, 19. Legislatur. Sie fordern da 80% Kürzung des EU-Budgets. Ach, erstaunlich! Wie soll denn so eine internationale europäische Kriminalitätsbekämpfung funktionieren? Und nicht nur das. Sie fordern im Rahmen der Kürzung auch komplette Streichung der Mittel für ESF, EFRE, Asyl- und Migrationsfonds. Ich komme aus einer strukturschwachen Stadt, Wuppertal. Hier sind viele Abgeordnete aus dem Ruhrgebiet, aus strukturschwachen Regionen in Ostdeutschland. Wenn es ES und EFRE nicht gäbe, sähe es dort auch hinsichtlich organisierter Kriminalität deutlich anders aus. Und Sie wollen diese Mittel streichen. Wenn Sie noch einmal oder Ihr selbsternannter Arbeiterführer Guido Reil behaupten würden, Sie treten ein für den kleinen Mann und gegen ausländische Kriminelle, dann werde ich persönlich an alle Türen im Ruhrgebiet Ihre Beschlusslagen und Ihre Drucksachen nageln. Aber nicht nur das. In der Debatte zur Bekämpfung
illegaler Migration und auch zur Frage des Sozialleistungsbetruges haben Sie deutlich gemacht, nachzulesen, Seite 4 in einem Entschließungsantrag, ob man nicht die entsprechenden Notwendigkeiten des Personalmehrbedarfs beim Zoll durch Rationalisierungsmaßnahmen erreichen könnte. Der Zoll ist nun ein ausdrückliches Mittel der Bekämpfung organisierter Kriminalität, Geldwäsche und ähnlicher Fragen. Sie empfehlen doch glatt Rationalisierungsmaßnahmen. Es ist doch nicht an Scheinheiligkeit, Bigotterie und Dummheit zu übertreffen, hier ernsthaft als Kämpfer gegen die Clankriminalität aufzutreten. Und noch ein Drittes. Wenn Sie jetzt hier bei dieser ganzen Debatte auch noch deutlich machen, wie sehr jetzt auch Geflüchtete in den Kreis der möglichen Täter, was ja eine ernsthafte Frage ist, geräten, rekrutiert würden, selber Clans in Anführungszeichen bildeten, warum haben Sie dann nicht dem Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz zugestimmt? Warum haben Sie nicht dem Gesetz für Duldung für Beschäftigung und Ausbildung zugestimmt? Das sind wesentliche Ursachen, nämlich Kettenduldung, Nichtbeschäftigung, Perspektivlosigkeit, die soziale Bedingung dieser Form von Kriminalität sind. Sie stimmen dagegen. Kurze Zusammenfassung. Die AfD-Fraktion steht für Unsicherheit, Bedrohung und sie ist das schlechteste Mittel in der Bekämpfung organisierter Kriminalität. Und wer von Clankriminalität sprechen sollte in Ihren Reihen, der spricht von sich selbst. Und wenn Sie auch, das war, glaube ich, Herr Kollege, bei aller Begeisterung, kommen Sie bitte zum Ende. Wenn Sie von einer hohlen Inszenierung sprechen, dann ist die Formulierung richtig, nur der Adressat falsch. Nicht diese Fraktion hier, nicht die sozialdemokratischen und christdemokratischen Innenminister betreiben eine hohle Inszenierung. Die hohle Inszenierung sind Sie selbst. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Mark.